Festgestellt habe, war meine Aufnahme nicht angeschaltet. Ihr kennt das, man ist nervös bei ihm, der Start geht los, alles will man richtig machen, trotzdem verkackt. Ja. Sehr gut, ne? Okay, was soll denn jetzt Anmoderation gehabt und so, perfekt alles gemacht und Hast du dir die Audiospur nicht? Aber die Audiospur habe ich, aber Bild fehlt. Aber ich verstehe noch immer. Anmoderation. Aber ich verstehe noch immer nicht, wir waren wirklich gleich losgelaufen, sofort hochgerannt, als er schon Level 66 war und komplette Holzstrukturen schon gesetzt hat. Er ist also von der anderen Seite hingegangen. Sicher? Oder, ja. Marco, das ist ein Port, wir wissen es nicht. Na gut, aber wir waren ja wirklich ziemlich zügig. ZZ! Also wir sind auch sogar richtig gespawnt und weiß nicht. Level 66, weil Level 18 hat er mich nie. Gut. Ja, diejenigen, die jetzt hier noch kurz Zeit haben, können sich mal skillen und halt nicht jeder alles, weil wir haben nicht so viele Punkte, dass sie auf die Sättel gehen, Rexsattel oder sowas, dass man sich jetzt mal abspricht. Also ich habe jetzt Ankylo und Iguanodon. Gut, ich habe den kleinen Fisch und einen Basilo. Kann man gleich den Kano machen. Ich komme jetzt gleich mit einem an. Nuzula hat bestimmt den Pferdesattel. Ja, Sarudi und du, ihr lernt ja hauptsächlich die Strukturen. Und was? Waffen. Ich lerne die Strukturen. Anoka, genau. Also ich habe noch 500 Punkte, aber ich spare sie mir erstmal oben. Ja, ich habe noch 1000, ich habe noch fast gar nichts erlernt. Ja, ich könnte sogar eine Industrie-Schmelze herstellen. Das hört sich doch cool an. Wie hoch bist du schon? 80. Wurde umgeändert. Solltest du eigentlich mal Speed leveln bis 87? Ja, machen wir ein paar Flosse. Und machen wir Industrial Forge? Soll. Ja, aber die ist jetzt mega teuer, die haben wir noch gar nicht. 400 Polymer, 600 Zement. Wir müssen echt zum Zement zum Spot und da. Also, wenn nicht immer permanent alles abgefahren wird, wenn wir überhaupt noch Glück haben, da was zu kommen. Also ich muss jetzt noch schnell meine Armbrüste reparieren und dann gehe ich tame. Jo, und ich hole mir jetzt einen Teleporter. Okay, jetzt geht's wieder weiter. Ich bin nicht im Wasser gelandet, Glück gehabt. Ich mache einen Teleporter, Marco. Ja, dann, schon dabei. Hast du jetzt schon Turret und Generator? Hab gerade alles gemacht. Ah, siehst, ich seh's. Ich weiß nicht, innerhalb wer. Außerhalb, wenn die einen T-Rex haben, können die schon leer tanken. Aber entscheidend. Ich bin aber einfach nicht zu einfach. Dein Teleporter, Marco? Kann man Frau Spolern? Wo? Ja. Oh, ich leg dir den Teleporter in den Fabricator rein. Ja, gut. Du bist zu schnell. Oh, ich muss mir noch einen Ichi-Sattel machen. Du musst dort erst den Kano dann auf die Plattform zum Teleporter hinziehen ich und Disable Following machen. Gelandet, Ukra! Bis dann. Ihr habt's irgendwie heute, ne? Was habt ihr alle gegen? Das war wirklich ein Anokra. Achso, okay. Ja, weil er doch den Equus das Follow hatte und das Fiefer ist mit Bull hin katapultiert wurde. Hier ist er. Okay. Und wo ist der da? Da ist er doch, genau vor mir. Ah, da! Kommt der mit? Da war kein Wunder, dass wir nicht gefunden haben. Ja, das war, da waren wir genau abgelenkt. Unten im Sumpf. Wie bist du nun gegangen? Ich würde jetzt mit dem Iguanodon runtergehen oder mit dem Fallschirm runter. Da drin, ja.
du übernimmst alles, ich bleib hier mit. Ja, ich übernehme. Was ist gerade kaputt gegangen? Ich gehe wieder. Das war ich. Ich weiß, wie man runterläuft. Oh scheiße, es ist gerade abgeschlossen. Ansonsten genau da in die Richtung. Hm. Ihr habt hier den Teleporter genannt. Ja, geh mal vor. Base. Okay. Ja. Ich. Wieso laufst du jetzt so lang? Außen. Durch Porten. Ich hab gedacht, du springst. Nein. Sollen wir die dann Tiere... Dann darfst du springen. Ich stell mal den Ankylo hinter das Biomed-Gate. Ich bin jetzt auch warum. Wo ist er kann? Nee, oder? Und möglicherweise eben bei mir ist noch hier alles verbracht. Ich glitsch grad noch durch den Boden. Leute, ist der Karm in der Base? Ja. Okay, gut, dann sind wir bei mir gerade komplett unsichtbar. So, jetzt ist erst bei mir alles so halbwegs geladen. Okay, 66. Nimm mal die Pferde ein bisschen weg und die. Weg vom? Nicht nach hinten, sondern außer die haben was drin. Du hast mich gebollert? Na schön. Sorry, du machst erstmal hier ein Baby. Kurz, erstmal kümmere ich mich um den Kano, dass er einen Dattel kriegt. Wo ist der Kano? Und dann Baby. Könntest du ihn gleich mal auf Follow Five ein Stück bewegen, weil sonst kann ich ihn den Dattel nicht aufsetzen. So, im Pilatum entsteht. Ja, okay, das reicht. Ja, das war dann wahrscheinlich das Iguana dann. Gut. So, achso, Nazilla, du hast noch das Metall dabei, oder? Nee, das habe ich im Pferd drin gehabt. Ah, okay, ja. Gut. So, an Materialien habe ich alles im Pferd drin. Mhm. Gut. Am besten macht ihr dann auch gleich ein Baby. Ja, das haben wir vorher schon gehört. Gut, ich bin mal laufen. Und guckt, passt auch das jetzt. Kann möglicherweise sein, dass wir jetzt langsam angegriffen werden. Aha. Könntet ihr nochmal. Wenn wir jetzt gleich angegriffen werden, ne? Könnte nochmal jemand das hier im Narkobären holen? Wir sind jetzt Froschhole. Muss ich selber machen. Gut. Für was denn? Kein Problem. Für was denn? Narkobären. Aha, wir haben noch einen Pfeil, oder nicht? Hat ihr jetzt Tag? Ich leide mein Pferd aus. Lol. Ich hab. Ich hab grad das Pferd gefunden, was wir vorhin stehen gelassen haben. Das ist gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen Mobilität. Ja, stimmt. Und Low. Das skill ich ausschließlich auf Bewegungsgeschwindigkeit, dann können mich meine Gegner am Arsch. Du musst aufpassen, da links unten ist auch noch die netten Homies. Links unten, dann ist das nicht links von uns. Ultra Bates. Hm? Ja, wo jetzt lang? Ey, mal weiter, da vorne siehst du doch den Sumpf schon. Oh, ich könnte das Equus holen, was unten am Wasser war. Das war doch ein High Level, das war 174 oder so. Wenn es noch da ist. Ja, ist es. Oh Gott, hier ist ein Alpha Rex genau neben unserer Base. Ha! Ach, wir sind einfach. Wo bist du? Dieses Blade Pferd ist verbuggt. Ich bin schon über dem Ichi drin. Rennt schon wieder vor mir weg, ich krieg die Krise, ey. 174er und deswegen über Bilo. Marco, bist du jetzt gerade unterwegs? Ich laufe gerade zum Delphi. Okay. Du kannst draußen, ja, haben wir mit kleine Metallsteine. Von? Die netten Homies. Hat jetzt irgendwer gerade das eine Pferd mitgenommen? Nein. Ich habe mir ein Pferd mitgenommen, weil ich Narkobären fahre. Du lässt es machen. Du, nein! Ja, zurück. Schnell. Würde ich auch sagen. Das Baby ist da ist ein berittener Prokoptodon.
Was heißt da? Es ist ein Känguru, warum rennt du weg? Weil es ein Känguru ist. Was? Du bist kein Mädchen. Oh meine Fresse, aber über Anupa schimpfen, ne? Das ist ein blauer Tropfen auch von mir. Was soll eine scheiß Känguru machen? Die hauen ordentlich zu. Was? Der kann gar nichts. Ja, aber alles mein Iguanodon ist halb tot. Leute, ich bin Säblern. Ich hab grad eine Blueprint für eine 300 Rüstung Gilly-Hose bekommen. Ach so eilig. 300 Rüstungen. In einem mach blauen Tropf. Mach bei dir kaputt. Also, die Drops sind brutal stark. Okay. Wir müssen ganz dringend in die Ice Cave. Leute. Was tust du? Oh Gott. Ich schicke jetzt den Iguanodon. Iquus, was ich habe. Das Iguanodon dann am besten. Leute, das Iquus, was ich hier habe. Das schicke ich jetzt mit der Blueprint zu euch nach Hause. Nimmt das dann gleich entgegen und tut die Blueprint in die Base. Warum ist es jetzt? Ja, okay. Hat das jemand gehört? Ja. Anupa wird das machen. Ich stehe neben den Teleporter. Alles klar. Ich bin gleich dort. Ist nur noch da rüber. Das Pferd kannst du meinetwegen benutzen, das ist eh nur ein Lowy, aber. Hau, bitte, geh bitte nicht mit den High-Level-Pferden erstmal aus der Base raus. Junge, ich bin 5 Meter von der Base. Zur Nibba oder was? Mhm. Oh, schön. Wir können aber dann noch ein Stück den Strand entlang gehen. Die Gegner mit dem Frosch lang gesprungen. Wo? Hinter der Base sind die jetzt. Okay. Die wollen sich da reinspringen. Bei uns? Ja, ziemlich sicher. Oder seid ihr gerade mit dem Frosch hier lang gesprungen? Nein. Seht ihr, da sind hier irgendwo Gegner. Frage ist nur wo. Das Iquus kommt. Iquus ist dort. Gehst du hoch auf Sachen kurz von oben? Ja, ich hole das Buch dann raus, obwohl es wahrscheinlich eher besser wäre. Spieler. Wo? Mit Sabertooth. Oh ja, mein Iguanodon ist nicht stark. Der Sabertooth ist wahrscheinlich der von vorhin, der die ganzen Tiere umgeliefert hat. Also das Turret hat schon geschossen. Was? Okay. Ja, es hat 2 Kugeln weniger und es hat in die Richtung gezeigt, wo er dann verschlagen ist. Aber hier hinten drauf ist niemand. Dann war es wahrscheinlich einer von den letzten hier, der nach Hause wollte. Nein, weg. Okay. So, das heißt aber auch, dass wir ein fettes Problem haben. Wieso? Ja. Ich werde jetzt irgendwann dann abgefuckt fühlen, weil sie jedes Mal hier ein paar Torschüsse reinkassieren und werden sie dann kommen, was wir halten wollen. Der Frosch kommt wieder rein. Sesamstoß. Ich sag doch, die kommen. Durchs Wasser schwimmen auf die andere Seite. Also rechts vorbei, durchs Wasser entzogen. Ich würde fast behaupten, der versucht damit gerade unsere Tür leer zu tanken. Er kriegt keinen Schuss ab, weil er zu schnell vorbei ist. Genau, aber das Turret schließt schon. Dann setzt das Turret niedriger. Der fliegt exakt an der Base vorbei, der ist einen halben Meter von der Base entfernt. Wo kommt der immer hoch? Der kommt von da hinten. Könnt dann hol dir den Longneck. Hol dir den Longneck aus der Base und wenn er kommt, dann probier einen Headshot zu geben. Ich probier da auch. Ist ein berittener T-Rex. Hinter uns. Leute, 02 stellt das Turret aus. Ich bin durchs Wasser geschwommen, wie du gesagt hast. Ja, der verbraucht ja keinen Turret-Schuss. Wird falsch, doch. Ja. Der reitet dort entlang. An der Seite oder was? Da unter der Steinbrücke ist er gleich durch. Hier bei uns oder an der Seite? Er kommt wieder, da, wo wir jetzt sind. Du bist nach vorne gelaufen, ich bin quer durchs Wasser geschwommen. Ich stehe neben bei dir. Da drüben ist ein berittener T-Rex. Er kommt, Sahuli. Und da oben drauf hat Sesamstraße gebaut auf der Brücke. Gefunden. Das ist so schön. Im Fabricator für Longneck. Ist das eigentlich Bug-Using, dass die Dinge, dass Turrets nicht treffen? Das ist zu viel Movement Speed. Ja, ich auch mit. Anders. Ja, aber kann man das als Bug-Using abwenden? Was ist gefunden? Oder ist das gewollt? Da ist ein Attack-Schneck. Wo?
Techschneck Geralt. Die ist unten, das ist die, wo ich gerade. Ja, dann bringt sie nach Hause. Nein! Moment, hier an der Wand. Hast, okay, da ist eine Base. Leute, nein, die Base wird attacked. Base ist weggehoppt. Die Base ist weg. Nicht ganz weg, aber fast weg. Er hat hinten die komplette Mauer weggebrochen. Und ich bin drinne. RIP. Also ich bin gestorben. Ich wollte ja gerade bowlern. Ja, das war. Alle nach Hause. Er ist hinten drin. Oh fuck. Und jetzt da vorne drin. Wo ist denn der Base? Der kommt nach Hause, ne? Base ist sonst weg. Ja, mehr locker. Die haben Raketenwerfer. Siehst du? Der ist nackt, ich hab ihm einmal einen Hit reingedrückt, hat aber nur 47 Leben abgezogen. Oder? Ich hab ihn erstmal wieder verscheucht in den Kahn, aber kommt jetzt bitte nach Hause. Wir haben keine Base mehr. Turret ist aus. Schön, da hinten alles weg. Geh mal hoch und baus ab, wenn du wieder gespawnt bist. Ja, okay, es ist halt nur Stein, das Zeug ist schnell kaputt. Ja, trotzdem müssen wir jetzt verteidigen, sonst können wir da von neu anfangen. Also wir können jetzt verteidigen oder gleich gehen. T-Rex, T-Rex! Ja, hab von Anfang an gesagt, dass es dämlich ist, dort zu bleiben. Nazilla, bist du an dem Teleporter? Nein, ich bin nicht am Teleporter, ich bin weiß okay. Gott wo. Dann gehe ich wieder Richtung Teleporter. Doch, das war's schon wieder. Willst du die Tiere durchschicken oder was? Ja, wir müssen zurück. Ich werde zumindest die drei Pferde mal zurückschicken. Hier. Drei? Ja. Das Low Level und die beiden High Level. Du guckst dich auch nicht um, ne? Da drüben sind die auf dem T-Rex. Warum? Ja, schön. Und vor mir sind sie mit dem Raptor. Der T-Rex hat mich jetzt schon gesehen. Der auf dem Raptor mich? Ich bin direkt hinter ihm durchgeschwommen. Oh. Oh, scheiße, dass jemand mit dem Saber ja, tut. Wenn der sieht, dass du Technik hast. Ich hab die jetzt durchgeschickt. Lauf. Alter, ich werde die T4 bitte weggesprengt. Wie viel? Der mit dem Saber tut hat mich gesehen. In die Base kann ich auch nicht, oder? Mit der Techschneck. Eigentlich wäre es am besten, wenn du dich irgendwie möglichst weit von hier weghältst. Nur Qualite, alles Wichtige. Ey, der ist wieder hier, der ist wieder hier. Nehmt einen Knüppel und macht ihn ohnmächtig. Ja, der. Ja. Der sitzt ja auf dem Frosch. Wir haben nur jetzt halt wirklich keine Base mehr. Ja. Und der Kahn ist auch fast tot. Also, ja, dann bringt die Tiere, teleportiert euch irgendwo. Es sind alle Tiere weg, bis auf der Kano und der Ankylo. Dann nehmt den Ankylo und teleportiert euch irgendwo anders hin. Ja. Nehmt den Ankylo mal und stell ihn auch auf den Teleporter. Ja, Sekunde. Ja, und packt dann auch ein bisschen Zeug rein, wenn es geht. Gut, ist egal. Also, ja, ich will irgendwie also ein paar Sachen vielleicht mit, vielleicht ein bisschen Metall oder so, aber. Am besten gehen wir auf den Vulkan. Da nein, Highlands, da sind auch die Pferde schon. Ja, das Dumme ist nur. Ich bin gerade aus Versehen in der Base gespawnt, in der anderen Redwood Base, und zufällig waren da über Schadenssummen von 11.000 zerholte Zahlen. Leute, ich hab einen verdammten Sabertooth an der Backe. Krieg am besten, achso, nee, du hast nichts mehr, ne? Ich hab gar nichts, der doch, versucht, ich mich, darf, ich der versucht mich mit Bola zu erwischen. Okay, dann versuch mal auf den Typen zu schieben, der steht jetzt draußen und der wartet, ich warte ab. Wo ist der? Zwischen den beiden Mauern. Da rennt er die ganze Zeit rum. Ich kann halt vom Kano aus nicht mit der Lauf wegschieben. Ja. Nicht, hast du schon Teleport? Hier wären sie jetzt auch gestorben. Hä, der Ankylo ist doch noch da, oder? Ja, aber die drei Pferde sind schon weg. Gut. Steht der in Teleporter Richtung Redwood? Ja, wir nehmen den auf den Heiligen. Ich lade den Ankylo mal voll. Ja, ja, mach. Ich renne gerade zu ihnen. Ich hoffe mal nicht, dass es schon zu spät ist. Weil der. Ich glaube, der Tempel ist schon dort. Dann treffe die auch neutral. Die sind natürlich auf Tarifstraße. Also hier wären sie genauso gestorben. Ich. Ja, da war an der Stelle, wo die Pferde standen, und hab da richtig viel Schaden gerade durch CT gekriegt. War glaube ich sogar besser, aber da haben sie wenigstens noch eine Chance zu überleben. Hier ist noch einer mit dem Gaul! Okay.
Sofa, stell den Ankühler zu dir und renne die ganze Zeit hin und her. Nein, 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 das ist gut, das ist gut. Da können wir uns schnell wegporten, wenn Leute, wir wegkommen. Leute, waren ja. Tiere auf neutral oder was? Nein, die sind auf passiv. Die sind aber nicht hier. Hä? Die sind nicht an dem Teleporter. Was für ein Teleporter hast du gewählt? Islands Nordost. Nee, die sind nicht hier. Waren sie noch auf Follow? Nein. Ich war hier nicht auf Wandern? Am Direwolf ist der Anoka, verreckt. Anoka. Nimm den Ankylo da weg. Leute, ihr habt die nicht ins Schneegebiet geportet, oder? Das ist ein anderer, das war noch nicht das High-Level, das war Level 6. Doch, das war der Low-Level von den dreien. Gut. Alles klar. Ihr habt sie ins Schneegebiet geportet. Nein, hab ich nicht. Wo sind denn Direwölfe sonst? Sind auch auf dem Vulkan. War eigentlich auch nicht Vulkan. Nein, Vulkan sind keine Direwolf. Ach, ein bisschen. Einmal frei. Wow. Alles von vorne. Bis unten dort, wo der... Ich die Waffe. Können wir uns jetzt bitte da aufbauen, wo es sicher ist? Ich sehe dich. Hier hat keinen Sinn, hier fangen wir jede Season von vorne an. Weil theoretisch wäre es eigentlich am schlauesten, ein Vulkangebiet zu bauen. Jetzt mal ernsthaft. Doch, da wird... Du hast gesehen, hast da war nichts los. Und genau das nichts los ist, das müssen wir uns zunutze machen. Hier ist einer von Anstand los. Rama. Rama, ich bin ja, noch Rama, ein Stück genau. Am Wasser entlang geschwommen und bin da jetzt so hinten dran. Okay. Nokia, nimm das Turret mit. Ich komm nicht mehr hoch. Ich brauch dir die Leid. Idee. Oh, der Ankylo ist jetzt bald vollgeladen. Alles Blutpin von der Hose habe ich noch. Und hier explodiert irgendwas, oder? Nein, das war der Kanon. Gut. Ich bin gegangen. So, jetzt kommt's hoch. Ist tot. Ist jetzt, kann ich jetzt oben zu der Base, oder? Nein, aber im Moment sehe ich nicht. Er ist runtergesprungen, habe ich nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich hat er kein System mehr oder so. Ja, aber das heißt schon, dass er vielleicht wieder kommen wird. Also du kannst hierher kommen, wenn du willst. Uns hat er nichts gebracht. Ja, es war eins. Das ist ja, einfach nur die Rakete gewesen. Ich hab keinen einzigen Schuss abgegeben. Wo ist denn der Kano? Das ist das Einzige, was ich noch hier hab. Okay, ja, wenigstens Kano und Anfang gar nicht. Ich hab fast den ganzen Stuff noch gerettet. Ich hab den ganzen Perlen, Spark Powder, Kristalle, Öl, Metall. Wo bist du? Das hab ich auch bei der Base. Wir sind noch bei der Base. Wir haben halt hier den Ankylo, der viel tragen kann, ja. Ja, gut. Schön, aber das Tier ist so langsam, dass es auf jeden Fall stirbt. Außer wir porten am besten an den Punkt, wo halt wie gesagt keiner sein wird. Was ich mit Vulkan gemeint habe. Wir waren ja am Vulkan, aber es macht einfach Sinn. Kann ich, also ich komme dann jetzt einfach wieder zurück. Ja, komm. Ja, komm einfach. Wir könnten hier bleiben, müssen aber direkt Tunnels bauen und die mit haben. Dann müssen wir jedes Mal. Also wie oft wollt ihr noch sagen, dass ihr da bleiben wollt? Ey, ihr werdet die ganze Zeit attackiert. Das habe ich nicht vor, da aber. Da kommt einer mit Fallschirm, so, jetzt geht's. Wegbleiber. Wo? Ja. Hinten an der Base zieht sich hoch. Ich werde nicht hoch. Direkt hinter der Base, wird gleich rummachen. Ich bin hier zum Port. Wie komme ich von hier zum Port? Mitkomme. Welche Map kennt ihr so? Wenn ihr den da vorlassen könnte ich versuchen. Oh, der ist da, wow. Nein, nein. Mein Gott, Anuka. Er zieht sich hinter die Base. Logisch, dass er dann da ist. Naja. Der sprengt hier jetzt alles, ne? Weg. Ja, wir wollen uns nicht als Nachbarn. Okay, jetzt. So. Jetzt haben wir nur leider. Alter. Drauf schießen, ne? Ich sehe nichts. Bei mir war kein. Okay. Hat sich schon erledigt. Gut. So. Leute.
Wenn ihr das seht, dass es eh verloren ist, warum schnappt ihr euch denn dann Kühler und portet euch weg? Weil ja, wir gehen da gleich weg. Wohin? In den Highlands ist gerade keiner, der Typ mit dem Saber ist weg. Wir haben vor allem den Kanon hier, also wir sind jetzt nicht komplett. Und der Kanon ist halt noch gar nicht gelevelt. Wie viel Weight hat der Kanon? Vielleicht können wir noch was in den Kanon packen. Ich lade gerade die wichtigen Sachen in Kanon. Da sind wirklich nur die wichtigen Sachen hier reingelegt. Muss ich vom Ding runter? Bleib sitzen. So, habt ihr alles gelootet, was wichtig ist? Das sind überall auch schöne Spots. Gut. Dann warten wir jetzt, würde ich sagen. Highlands. Marco? Ja, geht ruhig. Wenn ihr jetzt Highlands portet, dann hol ich... Das sind Terrorbirds. Bei Highlands? So, Schnee. So Schnee. Islands ist was anderes. Wieso Schnee jetzt? Warum? Island, mach jetzt Highland. Ich hatte Redwood gerade. Bevor uns noch der Teleporter weggesprengt wird. Ja, geht mal. Schnell. Es kann auch einer von euch einen Fallschirm nehmen und dann nach unten gehen. Was wir da unten? Mit unserem Teleporter verschwinden. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit, das. Denn, also mit unseren aufheben und dann runter mit dem Teleporter weg. Wenn Marco jetzt den Teleporter aufhebt und weggeht, der kann er ja den Public nehmen. Ja, das sind wir doch schon. Teleporter. Also. Komm gerade nach unten. Da oben kommen Pferde runter. Das bin ich. Okay. Gut. Und, was habt ihr euch überlegt? Vielleicht Leuchtturm? Was ist da oben in dem Stonehenge zwischen den Steinspitzen? Das ist, da ist eine Grube drin, also ein Spalt, wo der Fluss durchgeht. Das ist kein guter Spot, da kommt man von jeder Seite kommt man hin. Aber der Leuchtturm ist halt ziemlich praktisch. Weil das Ding, der ist zu 45 Grad Winkel, ist der nur angreifbar. Und der außerdem der ist kann verbot. Man Ruinen. Turret maximal mindestens eine maximale Turret Reichweite davon entfernt. Ah, fuck off. Das ist der gedacht. Da ist einer, oder? Mhm. Der gehört nicht zu uns. Warte. Er ist doch gerade mal durch den Teleporter gekommen. Ja, und? Das ist Rama, oder? Müsste Rama sein, den habe ich gerade eben schon umgenietet. Ja. Dann sollten wir vielleicht aufpassen, dass er nicht sagt, dass wir hier sind, sondern sollten uns vielleicht schon. Wir sollten uns vielleicht schleunigst hier wegbewegen. Ihn töten und wegbewegen wäre eine gute Idee. Dann kann er gleich sehen, wo wir hinrennen. Ja, töten wir. Ja, wo rennen wir denn jetzt hin? Mit dem Ankylo im Schlepptau ist es eh unmöglich, von ihm wegzukommen. Ja. Ja. Ich persönlich hätte gesagt, Leuchtturm geht nicht. Also ihr könnt, falls der Ankylo zu überladen ist, hier im Iguanodon ist noch genug Gewicht Platz. Gehen wir mal hoch zu den Steinen, okay? Weil da gibt es mehrere Stellen, wo man was hinbauen kann. Hier kommt ein Typ an. Ja, das ist ein Megalozeros, oder? Hm. Ja. Ihr dürft nur vergessen, ich stehe hier und hab noch die Tech-Schnecke in der Hand. Jo. Ja, das ist mir bewusst. Komm, wir gehen jetzt hoch auf. Da oben gibt's auch jede Menge Metall, wir haben das genau neben der Base. Ja, den blauen Loot-Drop mitnehmen, oder? Können wir mitnehmen. Da, wie gesagt, da habe ich gerade eben schon die Blueprint rausgeholt. Das ist ziemlich heftig, was wir da rausbekommen. Wir sollten nicht alle vorrennen. Ja, bleibt ihr zu zweit bei ihm und ich gehe mit ihr vor. Okay. Guck mal gleich die Equus. Oh, 108. Ja, du musst es mitnehmen. Und 162. Meins. Same. Dran. Also ich habe noch 1000 Metall und so weiter dabei, ne? Also okay, ist getrennt. Fast alles, was wir hatten. Hier sind Schafe und was. Marco, schaffen wir jetzt nicht in der Redwood? Ey, im Redwood sind auch wieder ein Haufen Leute. Ein Teleporter ist jetzt der nächste Teil. Ernsthaft? Ja, mal schauen. Ja, ich denke, die kommen jetzt zu uns. Nein, das ist in dem Fall Teebeutel. Ja, und? Wenn die heißen. Keine Ahnung, was die jetzt machen werden. Ja, der jetzt ist auch wieder nackt, also wahrscheinlich. Sarudi, das ist ein lukratives Ziel. Ich habe mit dem Makilus noch die gesamte Base.
Ja, nur die. Was ist mit dem Wasserfall? Ja, du darfst einfach weiter. Ja, ist ja. Wir haben einfach. Welcher Wasserfall? Der Wasserfall, der vom Redwood runterkommt. Bitte da unterhalb vom Wasserfall. Nee, da oben auf, da ist eine gerade Grenze, ja, Redwood. Ja. Ja, da müsste vielleicht mal einer erstmal hingehen und schauen, wie es da aussieht. Wir laufen gerade zum Strand. Da drüben ist ein 156er Equus noch. Also ich bin oben in der Nähe vom blauen Bluttropfen. Da, das da hinten beim Pronto. Wir können ihn dürfen. Der Pronto war mir nicht mal angezeigt. Nimmst du bitte das Equus mit? Das ist ein 168er. Den machst du, oder soll ich? Soll ich den Loot-Drop einsammeln? Ja, mach. Ja, sonst rennt da noch einer irgendwer anders hin. Okay, hab's. Ich komme. Ja, sonst rennt ihr beide ein bisschen vor. Sieht aus wie eine Karawane. Ich glaube, jetzt mal ein bisschen nach dem Sinn für den Spot. Es ist auch eine Art Karawane, aber wir haben halt